Juan Carlos García und Gitano von Berkenbrück. 11 Jahre dieser Nabapengst. Mit sehr viel Schwung hinein in diese Dreifache und dann fiel es ihm am Ende so ein bisschen schwierig, wieder das Pferd dann einfach auch passend dann vor sich zu haben, um dann dieses Effet eben nicht nur nach vorne, sondern einfach auch bei diesem Steilsprung am Ende auch weit genug nach oben zu bekommen. Und dementsprechend Juan Carlos García mit dem Feder hinten raus. Mit viel Frische, mit sehr viel Volumen springend. Hier Gitano, das wird sich jetzt auch zum Ende nicht nochmal ändern. Ist hier mit Kombination Hackamore und Olivenkopf gewesen, um